Freunde, wir können uns ja einmal ganz kurz den Song reinziehen. Ja, das ist halt doof gelaufen, ne? Ich wollte eigentlich mit dem Auto und weiter und dann doof gelaufen, Digga. Da habe ich auch direkt schon gesagt, lass so gefühlt quitten. So. Knapper Sieg, ja. Achso, hier sind noch die Bilder von Horny. Ja, moin. gut. Zack. So. Also, ich sag gleich vorweg. Prinzipiell sind die, ist das nicht so meins. Wir können ja mal schauen, Digga. So. Also vorweg ganz kurz, der Beat gefällt mir sehr gut. Also, das Feeling passt. Am Anfang. Ich bin im Block aufgewachsen, mach im Block keine Faxen. Deine Bitch ist so broke, kann den Cock einmal sacken. Ah, du wirst durch die Frontscheibe klatschen und mit deinem Blut werden wir die Bordsteine waschen. Ah, wir benutzen mordreife Waffen, so große Teile kennst du nur von Kornkreisenaffe. Und nennst du meine Frau auf dem Ballermann Schatz? Hagelt es bei Ballermann Schatz, komm in deinen Club, sage Almans macht Platz. Sonst hagelt es auch hier ein paar Ballermann Schatz. Stehen vor deiner Tür, es sieht ganz böse aus, denn ich und meine Jungs sehen ganz böse aus. Ah, teste mit nem Punch deine Statik und deine Freundin kriegt darauf nen ganz harten Arschweg. Ah, seh in deinen Augen die Panik, heut komm ich allein, aber morgen mit Farid. YouTube-Massaker, das ist YouTube-Massaker. Ficke jeden Bastard, der auf cool macht im Knast, ja. Droppe keinen Namen für die Klicks, jeder fühlt sich angesprochen, wissen kann man's nicht. YouTube-Massaker, das ist YouTube-Massaker. Ficke jeden Bastard, der auf cool macht im Knast, ja. Droppe keinen Namen für die Klicks, jeder fühlt sich angesprochen, wissen kann man's nicht. Komm, wenn der Tee ist an die Crews und zersäbeln deine Crew, schlagen dir in deine Fresse ohne Trainingsboxhandschuh. Bin schwul und hörst die Lady Gaga an, kassierst sofort nen Headshot von der Babagan. Ah, richten mit dir ein Massaker an, nach der kleiner Bastard ist dein Papa dran. Ah, und deine Mom, yeah, denkt sie kommt auf. Ja, tut mir leid, also, I no hate jetzt. Er kann ja machen, was er will. Kann ich mir nicht so geben. Tut mir leid. Von. Also, ich, no hate jetzt oder so, aber ich, ist nicht meins. Ist einfach nicht meins. Also, ich kann euch ganz genau sagen, warum ich mir das eigentlich nicht geben kann. Ist jetzt kein Hate, gar nichts. Marcel ist Homie und er hat auch meinen Respekt, dass er das Ding so mit der Musik durchzieht. Und schlecht ist es ja nicht. Aber ich persönlich höre mir ganz selten Musik an, wo es darum geht, ich fick dich, du fickst mich, ich hau deiner Mutter einen auf die Fresse. Dies, das. Das nehme ich jemanden ab, wie zum Beispiel... Ja, ich weiß, das ist aus Spaß, das Lied, normal, aber ich kann mir das nicht geben. Für mich ist immer Rap etwas, dass wenn jemand etwas rappt, dass er das auch repräsentiert. So sehe ich das. Natürlich ist das mit Humor zu nehmen und er hat auch meinen Respekt, dass er das durchzieht, Digga. Und schlecht gesungen und schlecht gemacht ist es auf gar keinen Fall. Aber es ist nicht, das kann ich mir nicht geben. Punkt. Und wie gesagt, no hate, Digga. Also mein Respekt hat er, dass er das durchzieht. Aber es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Und ich denke, das ist ja auch vollkommen verständlich. Geschmäcker sind verschieden. Trotzdem würde ich, rede ich das Video jetzt nicht schlecht oder so. Wir müssen jetzt auch nicht drauf eingehen, ob das real ist oder nicht. Es ist mit Humor gemacht, Digga. Und da geht mein Respekt raus. Here we go.